Sarvato Bhadra heißt wörtlich durchwegs lieblich. Sarvato Bhadra, auch genannt Sarvato Bhadrasana, kann die Sammelbezeichnung sein für alle Asanas, die dir leicht fallen und die du gerne machst. Garote in seinem Buch Encyclopedia of Traditional Asana sagt, dass Sarvato Bhadra erwähnt wird in einigen Texten, aber nie richtig beschrieben wird. Und so wissen wir nicht, ob es ein konkretes Asana gibt, was tatsächlich Sarvato Bhadra oder Sarvato Bhadrasana bezeichnet wird, oder ob Sarvato Bhadra einfach die Bezeichnung ist für die Lieblingsasanas, die du machst. Manche Asanas sind ja so, dass sie anstrengend sind. Zum Beispiel für die meisten Menschen ist die Heuschrecke anstrengend oder auch Virabhadrasana anstrengend. Da muss man sich manchmal überwinden, manchmal ist es Tapas wie eine kleine Askese und manchmal braucht man das Anfeuern eines Yogalehrers oder der Gruppe. Aber es gibt andere Asanas, die du ganz gerne machst und die ganz einfach machst und die kann man als Sarvato Bhadra bezeichnen. Asanas, die durchweg angenehm und lieblich sind. Und wenn du mal morgens Motivationsschwierigkeiten hast für deine Asanas oder auch abends, dann lass alles weg, was dir anstrengend erscheint und mach einfach nur das, was Sarvato Bhadra ist, durchweg angenehm und einfach.